Ja, wisst ihr was? Wir gehen jetzt einfach weiter. So, also ich gehe auch mal, ne? So, das ist hier der coole Bade, der Sven. Ihr seht aus, als wärt ihr auf Reisen. Jemand, der ferne Orte gesehen und neue Geschichten gehört hat. So, ich gehe dann mal wieder. Ja, hopp, steh auf, genug geh. Nee, dann gehen wir lieber mal, ne? Auch ein schöner Gegner, dem man gerne nachts im dunkelsten Wald begegnen möchte. So, auf den bin ich auch noch nicht getroffen, Gott sei Dank. Aber früher oder später kommen die Gegner, glaube ich, alle. Ah, so. Hat schon was, der Gegner. Und jetzt müssen wir wieder irgendwo hinreisen. Und zwar... Königshain ja. Liegt in diese Richtung. Wir können zusammenreisen oder uns trennen und dort treffen. Ganz wie ihr wollt. Ist mal schauen, wie weit das weg ist. Nicht, dass die jetzt hier uns durch halb Himmelsrand führt. Na, da können wir hinjoggen. Schaff mal. Jetzt legt es aber einen Zahn zu hier, ne? Ist mal so schnell, dass unsere Frames nicht hinterherkommen. Ach ja, wer es nicht mitbekommen hat, wer nicht aufgepasst hat im Dialog vorhin. Die Drachen sind alle gestorben, beziehungsweise wurden alle getötet. Und sind dann sozusagen in Schlaf gefallen, beziehungsweise in ihr Grab. Und jetzt scheinen die Drachen wieder lebendig zu werden in ihrem Grab. Und wir gehen zu... Wir suchen keinen Ärger. Und jetzt... So schnell wie möglich nach Königshain gelangen. Ja, was ich sagen wollte. Jetzt wachen die Drachen so allmählich wieder auf und die Delfine, oder Delfine, ich nenne sie Delfine, soll ich besser an, hat herausgefunden, wo der nächste Drache spawnt, also wo er wiedergeboren wird. Und dorthin gehen wir jetzt. So. Und ich muss danach mal wieder die Texturen runterstellen, beziehungsweise die Grafik, und da vorne versammelt sich ein Kult. Oder? Oder sind das einfach nur Wachen? Oder irgendwelche Bettler oder. Ich weiß nicht, für wen ihr mich haltet, und es ist mir auch egal. Lasst mich in Ruhe. Ja? Wen sucht ihr? Wir suchen Informationen über eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Vielleicht ist es die da. Wie wir. Wir glauben, dass sie sich in Weißlauf versteckt, aber wir suchen überall nach ihr, um ganz sicher zu sein. Ich habe keine Zeit für solch großen Mumpel. Ihr braucht etwas? Kommt jetzt friedlich mit, dann müssen wir auch nicht grob werden. Auf Wiedersehen. Bruder, ich glaube, sie spricht die Wahrheit. So. Ich gehe nirgendwo hin. Und nun zurück, bevor ich mich vergesse. Naja. Oh, ich hoffe, die lassen die Frau jetzt in Ruhe und bringen die nicht um. Und zwar sind hier diese komischen Typen, diese Schwarzen, nennen sie jetzt einfach mal. Die suchen eine Rotvertoning, oder wie die heißen. Die sich angeblich in Weißlauf aufhält, und hier ist ein schöner Bug. Hier liegen noch immer die Sachen rum, die wir mal einsammeln hätten können. Ah, jetzt liegen sie wirklich auf dem Boden. Vielleicht verlieren wir beide unser Leben, aber wenigstens komme ich so aus Flusswald heraus. Ich glaube, ich bin für das ruhige Leben einfach nicht gemacht. Ja, jedenfalls suchen die Typen da hinten, die Schwarzen, eine Frau, die sich angeblich in Weißlauf aufhält und, ja, Nebenquest habe ich schon gemacht. Ist ziemlich kurz. Eigentlich ist nicht ziemlich kurz, eigentlich ist sogar ziemlich lang. Je nachdem, was man halt macht. Also Skyrim bietet schon in Sachen Quests, oder beziehungsweise neben Quests, ziemlich viele Entscheidungsmöglichkeiten, was ich auch ziemlich gut finde. Also man kann zum Beispiel entscheiden, ob man einen verraten will oder einen retten will. So. Delfine, wo geht's lang?
Oh. Da vorne, zum Gegner wahrscheinlich. Schwarzer Mann. Los geht's. Hexe. Ist vorne Hexe. Verbrennt sie! Ups. Na. Da haben wir wieder eine schöne Seele gefangen. Und das war hier ein beschworenes Feueratronat. Atronach. Nehmen wir mal alles mit. Aber das werden wir bald genug herausfinden. Ja, brennt immer noch. So. Moment, hier lag doch irgendwo. Da ist die Hexe. Hexe. Haben wir schon? Nee. Sowas brauchen wir nicht. So Müll. Auf. Und heute noch ankommen. Kraut. Sind wir jetzt bald da? Wir müssen natürlich auch überall diese Wölfe sein. Wenn man nicht trifft. Ah, wir können ja. Ganz vergessen, wir können ja jetzt zielen. Was uns aber bei der Leckerei auch nichts weiterbringt. So. Ziehen wir schön unseren Pfeil wieder aus der Leiche raus. So. Der andere ist irgendwie weg. Oder da irgendwie in den Bach gerollt. So, Delfin, wo bist du da? Auf der Karte sah das irgendwie nicht so weit entfernt aus. Aber wir sind ja bald da. Dann ist ja alles gut. Hier geht's wahrscheinlich hoch, oder? Na, sag mir, dass ich recht hab. Na. Ach, so. Wir sollten besser zusammenbleiben. Nicht, dass wir euch umbringen lassen, noch bevor wir dort ankommen. Ja. Ah, seht mal ein Fuchs. Fuchs. Tun leider. Also, was ist leider? Die tun uns nichts. Und hauen nur ab. Sehr friedlich hier. So. Ja, auf, weiter. Kaboom! Lange nicht mehr gemacht. Und vermisst immer noch mein Pferd. Das jetzt irgendwo da oben rumfliegt. In den ewigen Weiten. So, jetzt aber rechts. Rechts. Irgendwie. Wir müssen doch irgendwie nach rechts. Achso, wir müssen nach da. Ich dachte, wir müssen nach da. Das war ja Hochwodka, stimmt. Dann markieren wir das erstmal sofort. So. Hätte ich das gewusst, dann müssen wir doch noch etwas weiter laufen, leider. Ich müsste aber und warte nicht auf die. Schauen, ob wir unser Pferdeleiche noch sehen können. Oder ob die schon aufgefahren ist. Verrottet ist. Ja, komm, back mal erstmal hier was. Wenn wir schon an der Kochstelle vorbeikommen. So. Hier können wir nämlich kochen, lecker essen. Gebratenes Ziegenbein. So, und da drin unterhält sich irgendwer. Ist uns aber erstmal egal. So. So. So, ich glaube, hier hat unser Pferd einen Todessprung gewagt. Hier lag, glaube ich, die Leiche, oder? Oder lag die weiter unten? Könnte sein, dass sie hier irgendwo lag. Naja.
Sie ist jedenfalls wäsch. So. Hoppala. Über den Fluss hinweg. Ich hoffe mal, hier geht's auch lang. Irgendwie. Ich habe so die Vorahnung, dass hier gleich irgendwas kommt und mich angreift. Ich habe eben schon wieder was gehört. Das hat sich nicht gerade freundlich angehört. Ah, da vorne ist irgendwas. Ah, nur ein Troll, der sich gerade den Hintern kratzt mit seiner Keule. So ein Troll. Das sind ja gar kein Troll, das sind ja irgendwie Riesen oder so. Ah, ist das jetzt irgendwie Vieh oder ist das nur der Baum, der mit uns reden will? Was sind das für komische Symbole auf dem Boden? Das sehen wir jetzt auf der Karte oben. Das Wassersymbol. Sieht aus wie Wasserrad-Dings-Gedöns. So, jetzt gehen wir hier durch den dichtesten Wald. So. Und zum Schluss laufen hier noch ein paar Ents rum und die uns dann den. Erstmal den schönen Kopf eindrücken. Oder einer von der silbernen Hand, der wegrennt. Dann wieder kommt. Ja, Leute, wenn ihr euch die Augen verbindet, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass ihr sterbt. Also, ja, pardon, das ist ja gar keine Augenbinde. Aber trotzdem haben sich die Augen schwarz gefärbt. Ich dachte schon, es wäre wirklich ein bisschen übertrieben. So. Ach ja, immer wenn wir so lange laufen, dann fängt es plötzlich an zu schneien. Sehr komisch. Zufall? Schicksal? Ist ja egal. Autsch. Ich hoffe nur, dass wenn wir dort sind, dass wir wieder auf Delfin treffen. So, jetzt müssen wir bald da sein, ne? Jetzt quick save. Und es ist jetzt Nacht geworden. Vorne ist ein einsames Haus. Was wirklich so einsam ist. Ach ja, wenn wir jetzt ranzoomen, beziehungsweise Ziel, dann verbrauchen wir Ausdauer. Das sieht man auch unten rechts. Wenn ich keine Ausdauer habe, dann ziele ich automatisch weg. Nur so zur Erklärung. So, ab ins Wasser. Zum Buschwasser. Wow. Was macht der? Oh. Und das hier ist etwas anstrengender, der Kampf hier. Hey, ich wollte gerade B drücken, um uns zu heilen. Naja. Wir haben ja einen Quicksave da oben gemacht. Das heißt, hier geht es etwas stealth-mäßiger ran. Wir werden erstmal doppelten Schaden machen. Ich weiß gar nicht, ob der Bär überhaupt schwimmen kann. Der Bär hat sich natürlich auch ein Feuer gemacht. Kleines Feuerschwimmen. Ja, in Skyrim können die sowas, ne? Können Bären auch ein Lagerfeuer machen. Ja, ein Feuerlager. Schön in den Hintern. Schön in den Fuß. Schön in den Boden. Wieder zweifache Schaden. Entdeckt, Scheiße. Ja, okay, anscheinend können die nicht schwimmen. Blub, blub. So. Rennt er jetzt weg oder kommt er jetzt gleich wieder, weil wir jetzt nicht mehr... Hallo. Ja, bäumt sich erstmal auf. Na egal. Soll er mal sich hier aufbäumen, solange er will. Hauptsache, wir treffen ihn einfach nicht mehr. Jetzt kommt er auch mal zugestürmt. Autsch. Und... tot ist er.
Oh, wir haben keinen großen Seelenstein gehabt für den Bär. Je stärker die Gegner sind, desto größere Seelensteine braucht man für das Monster. So. So, hatte der Bär irgendwas hier gemacht?